Wo man hinschaut, Regenbogenfahnen, ob Supermarkt, Behörde oder sogar Kirche. Überall wimmelt es von öffentlichen Bekenntnissen zum sexuellen Vielfaltskult. Und kaum jemand in Medien und Politik hinterfragt das. Wie kann das sein? Uns ist klar, das queere Dauerfeuer ist kein Zufall, sondern gezielte Meinungslenkung. Aber wer steckt dahinter? Welche Methoden werden angewandt? Und wie können wir uns davon befreien? Antworten darauf gibt unser Demo für alle Symposium mit erstklassigen Referenten am 1. Juli im Raum Frankfurt am Main. Thema: Manipulierte Gesellschaft. Warum funktioniert Propaganda? Dazu lade ich Sie herzlich ein. Mit dabei unter anderem ist der langjährige Hauptstadtkorrespondent der Bild-Zeitung Ralf Schuler, der jüngst bei Bild kündigte, weil ihm die internen ideologischen Bekenntnisse buchstäblich zu bunt wurden. Melden Sie sich heute noch an. Den Link zur Anmeldung finden Sie unter dem Video und teilen Sie diese Einladung. Vielen Dank. Wir sehen uns am 1. Juli.